Die heutigen Themen: der Untergang der 3D-Fernseher, eine Entlassungswelle bei Mad Catz und zu guter Letzt ein neues Game im Humble Bundle von Ubisoft. Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zu den heutigen Nachtrichten und wir legen los mit Thema Nummer 1. Und wie ich schon gesagt habe, ist das der Untergang der 3D-Fernseher. Schade für diejenigen, die noch keinen haben und gerne einen hätten. Für den Rest ist es eigentlich ziemlich egal, wenn man mal ehrlich ist. Es gibt nämlich zwei Indizien. Das erste Indiz ist Samsung, die jetzt gar keine 3D-Fernseher mehr produzieren wollen im kommenden Jahr. Also da schwindet das komplett aus dem Portfolio in diesem Jahr 2016. Und auf mehreren Messen im vergangenen Jahr und in diesem Jahr war 3D-Fernsehen auch schon gar kein Thema mehr. LG hat jetzt nur noch 20% der Modelle mit 3D-Funktion. Und das sind aber auch nur noch Premium-Modelle für die, die es wirklich unbedingt haben wollen. Und für den Rest gibt es da auch nichts mehr. Gründe sind, dass ja eigentlich niemand mehr für 3D produziert. Fernsehshows gibt es keine mehr. BBC hat es zum Beispiel eingestellt. Und ansonsten ist die Technik einfach noch ein bisschen zu teuer und es gibt einfach kein Programm dafür. Was vermutet wird, dass das Ganze dann wieder relevant wird, wenn man keine Brillen mehr braucht und die Herstellung von 3D-Produktionen und Produkten einfach ein wenig günstiger wird. Müssen wir mal schauen. Habt ihr denn einen 3D-Fernseher zu Hause? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr Bock auf 3D? Schreibt es auch unten rein. Wenn nicht, dann könnt ihr es auch sein lassen. Thema Nummer 2 ist Mad Catz. Ihr kennt vielleicht den Hardware-Peripheriehersteller von Lenkrädern oder vom letzten Rockband-Teil. Da haben sie die ganzen Instrumente gemacht. Die werden jetzt 37% der Belegschaft entlassen, um Geld zu sparen. Ist ein wenig verwunderlich, da das letzte Quartal eigentlich ja in der Geschichte ihr zweitbestes Quartal war von, ja, vom Umsatz her. Der Gewinn ist aber wieder gesunken und sie haben jetzt Verluste in Höhe von 4,4 Millionen Verluste von 4,4 Millionen gemacht. Sagen wir einfach gemacht, das passt am besten. Und deswegen wollen sie jetzt Mitarbeiter rauswerfen, um so Geld einzusparen. Wenn es ihnen dann besser geht dadurch und sie bessere Produkte liefern können, ist für den Konsumenten okay. Für die Mitarbeiter ist es natürlich schade, weil ist natürlich immer uncool, wenn Mitarbeiter irgendwo aus solchen Gründen gehen müssen. Und Thema Nummer 3 ist das Ubisoft Humble Bundle, das es momentan gibt mit einer wahnsinnigen Vielzahl an Spielen. Und da gibt es jetzt ein neues Game seit heute und das ist Far Cry 3 Blood Dragon, das Standalone Add-on zu Far Cry 3. Mit sehr interessantem Funky-Style aus den 80s müssen es sein. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr das Humble Bundle noch nicht habt. Es ist nämlich noch nicht sicher, ob noch weitere Games dazukommen. Das ist möglich, aber nicht bestätigt. Und deswegen müssen wir uns da überraschen lassen, ob jetzt Blood Dragon der letzte Teil war in diesem Bundle oder ob da noch was kommt. Jo, das waren die heutigen Nachtrichten. Ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht, wenn ihr euch jetzt ins Bett begebt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin bin ich raus und sage nur noch Ciao.